Gut, also wir beide möchten euch den Master Medienentwicklung hier an der Hochschule gerne vorstellen. Haben so eine kleine Odyssee heute schon hinter uns von verschiedenen Räumen und Zeiten. Genau, vielleicht steigen wir mal mit einer Frage an euch tatsächlich an. Was fällt euch denn beim Stichwort Medienentwicklung in so aktuell ein? Weißt du? Content-Strategien, Inhalte erstellen in Abstimmung mit Technologien, würde ich jetzt mal so sagen, also nach dem Motto, was kommt nach der klassischen Medienlandschaft? Okay, gehen wir es vielleicht gerade nach hinten. Na, da ich ja Vormittag schon in der Session war mit Journalismus, also auch so diese Entwicklung von generellen Medien, also Journalismus, Fragen und so weiter, also das stelle ich mir auch unter Medienentwicklung vor. Okay, gerade weiterreichen. Ja, vielleicht auch so das Thema, wie komme ich von Print zu Online, wie bekomme ich das zusammen, dass es auch für die Zukunft irgendwie trägt. Ja. Ich glaube, du musst gerade einspringen. Wollen nicht? Okay. Nein, ich will jetzt kein Java-Update installieren. Genau, das sind eigentlich die wichtigen Punkte und genau das ist eigentlich auch das, worum es hier bei uns geht im Medienentwicklungs-Masterstudiengang an der Hochschule, der letztes Jahr gestartet ist. Wir beide sind seit Oktober jetzt im ersten Semester, Mastersemester und erleben quasi dieses Konzept, das neue Konzept gerade mit. Wir wollten eigentlich jemanden aus der Schweiz zuschalten, die gerade ihr Praxissemester macht, auch ein Bestandteil des Masters. Geht aus technischen Gründen leider in dem großen Raum hier nicht. Ja, vielleicht fragst du da nochmal nach Medienentwicklung. Sicher. Ja. Was würdest du darunter verstehen? Was würdest du wieder. Fang doch mal drüben an. Ich bin noch. Ihr seid schon. Ach du, lieber genau. Gott. Medienentwicklung. Ich habe. Medienwandel geht mir durch den Kopf als Stichwort. Ja, so viel geht mir da gar nicht durch den Kopf. Ich bin hergekommen, um mehr darüber zu erfahren. Gut. Ja. Ist ja auch was. Also Medienwandel, Stichwort. Content Strategy, Stichwort. Mobile Publishing. Stichwort, welche Redaktionen, wie müssen sich die Redaktionen auf solche Dinge auch wie Social Media einstellen? Welche Veränderungen hat das in der Redaktion zufolge? Und vor allem auch, wie kann die Wissenschaft in dem Bereich vielleicht auch den Redaktionen oder den PR-Leuten helfen, da Lösungen zu finden? Das Ganze ist, wir fangen vielleicht einfach mal mit unserem, was wir gerade erleben, an. Diese konkreten Themen wie Mobile Publishing zum Beispiel erleben wir in einem Labor, in einer Werkstattsituation, wo wir einerseits über aktuelle Themen, die so im Wochenrhythmus auftreten, diskutieren, unsere Thesen überlegen und das Ganze auch dann entsprechend zum Einladen, zum Mitdiskutieren auf unserem Blog oder auf unserer Facebook-Seite zur Diskussion in die breite Masse stellen. Zum anderen haben wir aber auch in Kleingruppen Forschungsprojekte. Aktuell arbeiten wir zum Beispiel daran, einen Leitfaden für Redaktionen zu entwickeln, die keine App haben, aber gerne eigentlich eine machen würden. Und es geht darum, dass man den Redaktionen was mit in die Hand geben kann. Was sind so die Problemfelder, worauf muss ich achten, wen muss ich einbeziehen, wenn ich eine App entwickle? Es ist ja ein längerer Prozess. Welche Fragen muss ich mir stellen? Solche Geschichten. Im PR-Bereich kann Tom gerade ein Beispiel geben. Also wir kommen nicht nur aus dem Journalismus, sondern ich beispielsweise bin eher aus der PR-Schiene und wir machen jetzt in diesem Semester beispielsweise ein Projekt. Wir gehen her, schauen uns an, wie kleine bzw. mittelständische Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet, wie sie agieren, wenn es darum geht, neue Leute zu finden. Also Stichwort Online-Recruiting oder generell Recruiting, wie läuft das bei denen ab? Die Projekte sind erst gestartet, wir sind jetzt gerade dabei, mit den Unternehmen in Kontakt zu treten und versuchen dann natürlich auch rauszufinden, okay, wo drückt denn eigentlich jetzt der Schuh, wie sieht es denn aus, warum IHK immer wieder, okay, IHK sagt,
wir haben Fachkräftemangel. Was machen wir denn jetzt? Wie kriegen wir neue Leute in den Mittelstand? Wie passiert das, dass da nicht irgendwann alle Leute hinten runterfallen? Ja, und wir wollen dann ein bisschen gucken, wie kann man darauf vielleicht eingehen und dann natürlich auch schauen, welche Empfehlungen können wir vielleicht auch den Unternehmen hinterher geben. Und der ganz wichtige Punkt dabei ist, es ist keine einfach theoretische Uni-Lehrstube, wo man sich irgendwie seine kruden Gedanken überlegt und Theorien entwickelt, die nicht funktionieren, sondern natürlich denken wir auch einfach mal ins Blaue rein, aber wir versuchen den Praxisbezug herzustellen. Das heißt, wir fragen konkret in Unternehmen, in Verbänden wie der IHK, in Redaktionen aber auch nach, wie sind denn die Erfahrungen und versuchen das dann zu spiegeln und Tipps zu geben, einfach die man von anderen zusammensammelt, ein Gesamtbild herzustellen, das wiederum helfen kann. Und was wir aber auch machen, ist, wir gucken uns an, welche Themen gibt es denn auf dem Markt, die momentan vielleicht gar nicht von der PR oder vom Journalismus aufgegriffen werden. Das nennt sich bei uns Themenentwicklung. Und ja. Ja, also beispielsweise in Themenentwicklung, wir haben uns jetzt dieses Semester ganz stark auf den Punkt Nachhaltigkeit konzentriert. Da geht es darum, Nachhaltigkeit ist eigentlich so ein Totschlagargument oder so ein Totschlagbegriff. Man hört es immer und denkt sich, ja, ich weiß schon, was gemeint ist, ich soll weniger Auto fahren und mehr aufs Fahrrad setzen, alles klar. Nee, eben nicht. Es geht auch darum zu schauen, dieser Begriff ist so ein Mammut, wie können wir den vielleicht runterbrechen? Wir hatten es gestern beispielsweise in einer Facebook-Session davon, man soll seine Nutzer nicht kognitiv überfordern. Wie können wir das beispielsweise auf so ein Riesenthema anwenden, dass wir sagen, Nachhaltigkeit, wie kriegen wir das kleinteiliger hin oder vielleicht auch besser? Unter diesem Begriff befinden sich dann noch 1000 andere Sachen, die kleinteilig eben sind, wie beispielsweise jetzt aktuelles Projekt auch Cradle to Cradle. Da geht es dann darum, wie können wir vielleicht anders produzieren, wie können wir anders damit umgehen, wie wir Dinge recyceln oder wie wir generell auch leben. Ja. Oder ganz einfach der Punkt Zeit. Wer von uns hat denn Zeit tatsächlich mal? Wir alle haben unser Leben mehr oder weniger nach einem Terminplaner gestrickt. Manchmal eine Bloggerin tatsächlich auf der Huffington Post hat letztes Mal geschrieben, selbst bei meinen Kindern hat sie geschrieben, muss ich schon erstmal in den Terminplaner aufschlagen, um zu gucken, ob die sich jetzt zum Spielen verabreden können. Und auch das ist ein Bereich von Nachhaltigkeit. Wie schaffe ich mit der Zeit, die ich habe, tatsächlich so umzugehen, dass es Glück macht, dass ich mich persönlich glücklich fühle. Aber versucht man jetzt mal Zeit zu fassen. In der PR ist es schwer, wenn man jetzt abseits von PR für Uhrmacher und Ähnliches absieht. Und im Journalismus ist es erst recht schwer. Es gibt Beispiele, etwa in Special Interest Zeitungen zum Beispiel, aber wie geht sowas für die Massenpresse? Das ist ein aktueller Punkt, wo wir uns Gedanken drüber machen. Und es führt eigentlich so ein bisschen auch in Richtung Konzeption. Und das ist zum Beispiel ein weiterer Punkt, den uns beide jetzt persönlich im nächsten Semester so ein bisschen stärker auch erwartet. Also, dass man sich anguckt, welche Möglichkeiten habe ich zum Beispiel im Storytelling als Maßnahme und solche Geschichten. Weiterer Punkt ist, wir sind hier an der Fachhochschule. Die Hochschule Darmstadt ist eine Fachhochschule, auch wenn sie sich nicht mehr so nennt. Wir haben ein Praxissemester. Das heißt, wir gehen tatsächlich ein komplettes Semester in die Praxis, schauen, dass wir dort in Kooperation in der PR oder im Journalismus eine Konzeption machen, was Aktuelles forschen in der Redaktion. Also die Redaktion sagt uns, wir brauchen das. Und wir gucken, dass wir eben da zusammen was hinbekommen. Alternativ bietet dieses Semester uns aber auch die Möglichkeit, eben ins Ausland zu gehen. Und wie ich vorhin ja schon gesagt habe, wir wollten eigentlich jemanden aus der Schweiz zuschalten, die ihre Erfahrung schildern wollte, was für uns beide auch sehr spannend gewesen wäre, weil wir von ihr das bisher auch noch nicht gehört hatten. Stattdessen möchten wir euch einfach jetzt schon mal die Gelegenheit geben, erstmal so nach der ersten Eindruck so ein paar Fragen zu stellen. Also vielleicht gerade im Hinblick darauf, es ist jetzt hier eine Ausbildung, die wir durchlaufen, das kann man machen, das muss man nicht machen, es gibt bestimmt ganz viele alternative Wege, wie man dann letztendlich in den Beruf kommt oder in die Medienbranche, wie auch immer. Seht ihr da Bedarf, seht ihr da auch vielleicht noch Nachholbedarf oder wir würden gerne einfach die Diskussion ein bisschen zurückgeben. Natürlich, gerne. Ja, ich bin Wolfgang, ich mache das schon seit 20 Jahren, habe eine eigene Agentur. Wir haben im Prinzip das Problem, dass wir junge Leute bräuchten, die aber heute eigentlich nicht die Ausbildung haben, die sie in Zukunft brauchen.
so ist das, glaube ich, so ein bisschen das Zwischenkonstrukt. Also so, man hat noch so diese Klammern von, da macht jemand PR, da macht jemand Kommunikation und wie sieht die Digitalisierung aus? Die Frage ist dann halt, ist das so euer Kernzielszenario nachher beruflich? Also sozusagen, ihr seid die Nerds für die noch existierenden PR-Agenturen oder seid ihr die, die das dann gründen, was, wenn die dann alle tot sind, weil sie es nicht mitgekriegt haben, dann was Neues aufbauen? Weil das ist jetzt so, ihr habt sehr, sehr auf Content, ja? Ja, Content braucht man, das ist so handwerklich, was funktioniert, kann man, glaube ich, relativ schnell lernen. Die Frage ist ja nur, wenn du das jetzt unternehmerisch siehst, dann steht das ja in einem Zusammenhang und dann kommt man relativ schnell, finde ich immer wieder hin, Content ist das eine, dann kommt aber irgendwo so, wenn du ein Produkt hast, Service zum Beispiel, ja? Also wo ich jetzt sagen würde, der Medienarbeiter der Zukunft muss Verständnis haben von Technik, von Design, aber halt auch von Business. Und wird das bei euch so irgendwie abgedeckt? Also es ist in der Tat so. Ich weiß, es wird die eierlegende Wollmilchsau. Genau, es wird die eierlegende Wollmilchsau. Aber wenn wir das Ding, glaube ich, von der anderen Seite aufziehen, kriegen wir es hin. Weil wenn wir nämlich sagen, okay, wir haben ganz viele verschiedene Leute jetzt einfach bei uns im Studiengang auch sitzen, die haben unterschiedliche Herkünfte. Also wir sind jetzt aus dem Online-Journalismus beispielsweise gekommen, beziehungsweise ich aus der PR. Es gibt andere, die haben eher managementmäßig was gemacht. Das heißt, jeder bringt so sein eigenes Profil mit. Und es ist jetzt gar nicht mal so, dass wir mit diesem Master dieses Profil nur erweitern, sondern es geht eigentlich auch darum, selbstständig sich zu überlegen, was will ich schärfen. Also ich kann mir beispielsweise diese Projekte, die wir dir auswählen, die sind selber gewählt. Da sagt niemand, okay, aber eigentlich müsstest du hier mal was mit Semantic Web machen oder so. Wenn du das möchtest, dann kannst du das tun. Aber wenn du es nicht möchtest, dann lässt du es nämlich einfach. Und es ist so ein bisschen auch der Ansporn an sich selbst, dass man sich professionalisiert in die Richtung, die man halt braucht oder die man dann auch haben möchte. Ja, und also, ich glaube auch schon so von meiner, was du nämlich vorhin gesagt hast, fand ich spannend, ob wir jetzt für die PR-Agenturen eher Nerds sind oder ob wir dann die Leute sind, die dann übernehmen, wenn die alle tot sind. Ich habe jetzt in der Tat eher die Erfahrung gemacht, dass man, wenn wir in die Unternehmen kommen, oder jetzt aus meiner Sicht, wenn ich in ein Unternehmen gekommen bin, dass es immer auch so ein bisschen so war, oh, was macht ihr da eigentlich, was erzählst du mir da? Also davon habe ich noch nie was gehört, wenn man dann mit irgendwelchen Fachbegriffen oder mit irgendwelchen neuen Entwicklungen anfängt. Das geht an den Unternehmen und auch an den Redaktionen teilweise immer mal auch vorbei. Ja, also ich denke, ich stimme dir davon ganz zu, das hängt von der Person ab. Ich denke, ein Ansatz dieses Studiengangs ist einfach, dass man das individuelle Profil schärfen kann, aber auch, dass man irgendwie mal drüber hinausdenkt. Also ich denke, wir sitzen hier zusammen in diesen Kursen, PR, Journalismus, Medienmanager, die daher zusammenkommen, und wir denken zusammen über aktuelle Probleme nach, die nicht nur im Journalismus, nicht nur in der PR sind, sondern das sind ja Probleme im gesamten Medienmarkt. Und wir versuchen uns schon irgendwie dann zu überlegen, ja, wie hängt das zusammen? Was ist denn eigentlich der Punkt, wo man da tatsächlich mal ansetzen muss? Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich gehe jetzt im Journalismus und da muss es so sein. Für die PR würde das aber so gar nicht funktionieren. Ja, weil es ist ja jetzt im Tagesgeschäft, gibt es ja ein aktuelles Hauen und Stechen zwischen Digitalagenturen, PR-Agenturen, Kommunikationsagenturen, im schlimmsten Fall noch eine SEO-Agentur. Letztendlich wird dann da der am schnellsten einen Business-Impact liefert, gewinnen. Und gut, das ist jetzt so dieses eine Szenario. Es gibt für euch den Ansporn zu sagen, okay, ich schaue mir diese Medienlandschaft an, da könnte ich jetzt, wenn ich wollte, einen Job machen. Ich kann aber auch mich selbstständig machen und mir irgendwie meinen eigenen Horizont entwickeln. Also das ist so für euch trotzdem noch eine reelles Szenario oder vorstellbar? Also ich könnte mir durchaus beides vorstellen. Einfach, wenn man sich den aktuellen Markt, ich komme aus der Journalismus-Ecke, wenn man sich den aktuellen Markt anschaut im Journalismus, man stößt da schnell auf Probleme. Sicher, in Redaktionen ist es ähnlich, wie du schon für die Unternehmen beschrieben hast. Hier werden die Kompetenzen gerade im Social-Media-Bereich, im Mobile-Bereich, die werden eingefordert, die suchen da Leute, auch wenn sie woanders Stellen sparen. Der Punkt ist aber, wie nachhaltig ist das? Also ist es eigentlich nur ein schneller Trend oder guckt man sich lieber an und macht sich dann tatsächlich selbstständig und sagt, man spezialisiert sich darauf, das Know-how in diese Redaktionen, Unternehmen zu bringen und dort sich selbst weiterzuentwickeln und dort weiterzuhelfen. Also ich habe für mich da noch keine Entscheidung getroffen, aber ich könnte mir tatsächlich beides vorstellen, weil ich denke, beides wird gebraucht. Jemand?
das Ganze war eigentlich eher als Diskussionsrunde in einer kleinen Runde ausgelegt. Ja. Genau. Vielleicht geben wir Herrn Schumacher, unseren Studiengangsleiter, vielleicht auch mal kurz das Wort. Ja. Ja und? Ja, Sie haben recht. Sie haben das sehr schön dargestellt. Nein, was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, den Bedarf, den wir gesehen haben, als wir diesen Studiengang entwickelt haben, war eigentlich, dass es noch keine wirkliche gute Antwort auf den Medienwandel gibt. Viele haben Programme zum Thema, also jetzt ausgehend jetzt von Journalismus- und Kommunikationsstudiengängen. Viele haben natürlich Themen wie Online da drin, Digitalstrategien und so weiter. Aber wir versuchen das jetzt hier zu verknüpfen auch mit Basics in Richtung Forschung. Also wie kann man sozusagen auch fundierte Erkenntnisse gewinnen, auch in anwendungsbezogenen Kontexten. Und ein Gedanke, der, glaube ich, sehr zentral ist, wir gehen nicht davon aus, dass die Leute danach fertig sind, sondern es geht eher darum, dass sie die Werkzeuge kennenlernen und Entwicklung einschätzen können. Also das nicht, das ist ja auch gerne so ein Vorwurf, den man Hochschulen dann auch macht, ihre Leute können dies oder können das oder können jenes nicht. Das Wichtige ist, glaube ich, dass die Leute wissen, wie sie sich das aneignen können, wenn etwas fehlt und die Notwendigkeit selber erkennen. Und gerade hier in diesem Medienbereich sind da sehr viele Dinge und man muss auch, glaube ich, ein bisschen querdenken aus der eigenen Disziplin heraus. Also insofern führen wir da auch die beiden Schwerpunkte, die wir hier in den Bachelorstudiengängen haben, Online-Journalismus und Online-PR, ein bisschen wieder zusammen, öffnen uns auch für externe Bewerber und versuchen tatsächlich, wie Sie gesagt haben, da auch das Ganze stärker zusammenzubinden und die Schnittstellen deutlich zu machen. Also zum Beispiel auch im Wahlpflichtbereich gibt es Möglichkeiten, dass Sie sich mit Usability auseinandersetzen können. In der Konzeption geht es auch darum, Webangebote zu konzeptionieren und so weiter. Also das man da anschlussfähig wird, ohne gleich alles selber auch zu können. Das ist, denke ich, der Punkt dabei. Genau, und dann, also wie gesagt, ein bestimmter großer Teil war auch für den Bericht aus der Schweiz eingeplant. Vielleicht machen wir einfach das Beste draus, wir haben noch Zeit. Und diskutieren vielleicht tatsächlich mal über eines der Themen, die aktuell in der Medienentwicklung sind. Mich würde zum Beispiel interessieren, wenn man in den Bereich Mobile schaut, wie es aus PR-Sicht da derzeit aussieht. Viele Redaktionen im Journalismus machen Apps, weil sie meinen, sie brauchen die, um die jungen Leute zu erreichen. Meine Erfahrung ist, dass dagegen in der PR tatsächlich die Apps als Chance genutzt werden, einerseits um neue Leute zu erreichen, andererseits um zu zeigen, welche Qualität man mit der eigenen Publikation hat. Ich weiß nicht, ob Sie da eine Erfahrung beisteuern können. Also letztendlich, wir sind schwerpunktmäßig beratend im digitalen Gesamtkontext unterwegs, das heißt beraten auf Geschäftsführerebene. Da hat man natürlich solche Auswüchse, das ist klar, weil natürlich PR-Leute sich nicht intensiv mit der Materie auseinandersetzen und sagen, hey, da ist jetzt App und ich will jetzt auch eine App. Da muss man dann einfach auch mal den Taschenrechner mal ansetzen und sagen, wie viel User hat man nachher, wie viel hat das Ganze gekostet und hätte ich die Leute nicht eher zum Golfkurs nach Malle schicken können, das hätte höchstwahrscheinlich dasselbe Budget gekostet. Es ist meistens so, dass wenn man das dann mal hat, der Kunde kommt, ich hätte gerne eine App und man fragt dann so kindlich naiv, wozu und hinterfragt das immer mehr, dass das dann, okay, da muss ich mir Gedanken machen, das ist dann der beste Teil. Dann muss man auch den vermitteln, da gibt es Entwicklungszeiträume, du musst Content beisteuern. Also es ist immer das Totschlagargument letztendlich, wenn man dem Kunden sagt, ich brauche von dir Content, dann sagt er, ich habe keinen Content, dann sagt man, kann ich nichts machen. Ja, oder ich kann Content produzieren. Und natürlich, klar, auch jetzt Thema Apps, die Nachhaltigkeit, wie viel muss ich aufwenden, damit die App überhaupt jemand mitkriegt? Ja, und ist es dann nicht billiger, einfach eine Facebook-Anzeigenkampagne zu machen? Also da werden natürlich viele Säue durchs Dorf getrieben. Im Tagesgeschäft relativiert sich das alles. Also das ist so dieser Klassiker, ja, was kann man mit QR-Codes machen? Dann kommen sie alle an und dann frage ich, ja, wann haben Sie das letzte Mal einen QR-Code eingescannt oder wann haben Sie das letzte Mal auf einen Banner geklickt? Und dann, ach ja, nee, dann doch nicht. Also das ist so, es ist halt momentan sehr verhypt.
Und wenn dann die Entscheidung jetzt zu einer App fällt, ist ja auch noch die Frage, welches Betriebssystem man sich quasi auswählt. Wir haben einen Kunden, der hat gefühlt 25 Apps überall rumschwirren. Man weiß auch gar nicht, was die bringen. Das ist auch total egal, weil man hat so diesen Innovationscheck. Wir haben Apps im App Store, ja. Billigste Spiele, die, wo ich immer sage, naja, wenn du ein Spiel machen willst, muss es so gut sein wie das beste Spiel, was es da gibt. Das ist die Benchmark, weil sonst spielt es keiner. Ja? Nur weil du jetzt eine Automarke bist, ja, es gibt natürlich die Hardcore-Fans, die laden sich das runter, aber die bedient man eh schon. Und so gesehen ist das, es relativiert sich alles relativ schnell und spätestens, das ist ja das, was in dieser ganzen Geschichte noch nicht so das Thema ist, wenn man nach der nachhaltig fragt in Form von Zahlen. Also wir haben so Strategien, wo wir sagen, was sind die Investitionen für die verschiedenen Medienkanäle, was sind da die Returns und jetzt nicht im Sinne, wie viele Autos verkaufen wir da, sondern also wo hat man Reichweite, wo kriegt man Kunden zum Produkt und wie. Und muss ich sagen, Social Media schneidet da verdammt schlecht ab und da ist Mobile ist dann noch die Nische von der Nische. Also okay, das heißt... Realität ist leider bitter, muss ich sagen. Das heißt, man muss eigentlich bei Social Media erstmal anfangen. Social Media, ketzerisch gesagt, muss seine Existenzberechtigung noch aus Markensicht unter Beweis stellen, weil letztendlich sage ich immer meinen Kunden, euer Markencontent konkurriert mit jedem Katzenvideo. So, das heißt also, ich kann mir jetzt überlegen, wie sieht mein Markencontent aus, damit er eventuell eine größere Relevanz hat. Dafür muss er sich dem allgemeinen Geschmack nähern, also der Form der Unterhaltung, was wiederum dazu führt, dass wenn das alle Marken machen, sage ich mal, gibt es dann halt also den Durchschnittsbrei vom Content. So, und dann ist der mal lustig, dann reagieren die Leute wie die Klickaffen drauf, aber sie reagieren halt auf diesen Cliffhanger, weil der Content halt gerade schön ist. Also der Klassiker ist immer blühende Obstbäume, die man dann im Sommer oder im Frühling immer bei den Marken sieht. Das ist mehr oder weniger ein kommunikativer Verzweiflungsakt. Der führt zwar zur Reaktion, hat aber letztendlich mit der Marke nichts zu tun. Also das ist, um es abzuschließen, ich glaube, Kommunikation aus Markensicht wird immer schwieriger und sie wird nicht mehr diesen Masseneffekt haben, wie wir das vom klassischen Modell der Werbung haben. Also jetzt so, ich kaufe alle 7 Jahre ein Auto, warum soll ich ständig mit meiner Marke kommunizieren? Sondern da ist ja der entscheidende Punkt, wenn ich sage, ich will ein Produkt, dann habe ich so einen Zyklus von 3 Monaten, da muss dann meine digitale Klaviatur muss funktionieren und stimmen, weil das ist kaufentscheidend. Da ist dann nachher dann auch dann der Marketingmensch in der Verantwortung und sagen, okay, ich kann Leute abholen und zum Händler führen. Aber alles davor, diese knapp 6,5 Jahre, bezweifle ich, kann man machen. Ja, im Moment machen es alle, weil es alle machen, ist aber, glaube ich, echt irrelevant. Okay. Also es sichert halt die Arbeitsplätze der Medienbranche, muss man jetzt sagen. Ja, gut, dann... Aber trotzdem glaube ich, dass ihr in der Zukunft habt, wenn ihr das macht. Also wenn es interdisziplinär ist, seid ihr... Vielleicht nochmal für den Stream. Nichtsdestotrotz, also das ist ja unser Problem, wir brauchen halt interdisziplinäre Leute, weil ich sage mal, selbst wenn die Medienlandschaft, die klassische, zusammengebrochen wird, irgendwie wird es ja weitergehen. Und dann sind halt Leute, glaube ich, gefragt, die in der Lage sind, von linker Hälfte, Gehirnhälfte zur rechten umzuschalten, zu wissen, wie kann ich Technologien nutzen, wie muss es die Interaktion aussehen und was müsste dann stattfinden, damit mein Kunde dann einen Erfolg draus hat. Also deswegen, die Situation ist nicht ausweglos. Dankeschön. Ja, dann würden wir die Session hier eine Viertelstunde vorher schon beenden. Wen es tatsächlich interessiert und weitere Infos? Ich gebe vor. Am Ende des Tages geht es doch eigentlich nur darum, wie kommt dein Geld aus deiner Tasche am schnellsten in meine Tasche. Das ist doch eigentlich das Ziel und Zweck des Ganzen. Also ich bin selber... Ja, ich gucke mal in die Zeitungen rein, aber sag mal, kaufen tue ich es nicht, abonnieren tue ich es auch nicht. Wenn ich jetzt online unterwegs bin, da gibt es ja dann Angebote, wo man dann anschließend was bezahlen muss, dann ist es schon gleich wieder so teuer, dass ich dann sage, nee, also so weit ist die Information auch nicht, dass ich es jetzt unbedingt abrufen muss. Mhm. Habt ihr da irgendwelche Ideen, bezahlbaren Content, aber auch so, dass man auch eine Masse erreicht? Ich meine, iTunes macht es ganz gut vor. Ja, einfach, abrufbar, da gefällt einem was, 99 Cent,
jo, klickt mal und am Ende des Monats wundert man sich, was da alles abgebucht wird. Ja. Gibt es da irgendwelche Strategien? Wird daran gearbeitet, Medien auch vertreibbar online zu machen? Ich glaube, wir haben beide zumindest so eine ungefähre Meinung dazu. Ich fange vielleicht einfach mal an. Ich sehe das ähnlich, dass iTunes hier für Musik natürlich was geschaffen hat, was bisher in der Musikbranche nicht für möglich gehalten wurde. Gleiches Problem, also von der gleichen Herausforderung stehen wir für den Bereich Journalismus. Das alte Geschäftsmodell ist einfach bröckelig und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, wie schafft man ein neues? Gedankenspiele sind da von meiner Seite einmal, wie schaffe ich tatsächlich Pakete? Nicht dieses Riesenpaket Zeitung, nicht dieses Riesenpaket, ich bezahle für alles, sondern wie kann ich das kleiner bündeln? Eine Antwort darauf habe ich nicht, aber das ist zumindest eine Frage, die ich mir stelle. Möglich natürlich, dass man irgendwie runtergeht auf die einzelnen Ressorts, weil auf Artikelebene wird es schon wieder schwierig. Weil wer von uns kann tatsächlich, bevor er einen Artikel gelesen hat, sagen, wie viel einem dieser Artikel wert ist? Und hinterher zu bezahlen, naja, die klappt auch nur bedingt, wie aktuelle Experimente ja zeigen auf dem Medienmarkt. Der andere Punkt ist natürlich, es gibt ja erste Ideen von den Verlagen, ob die mit Erfolg gekrönt sind, muss man abwarten, die Paywalls. Kritikpunkt überall ist da allerdings, dass man sich individuell bei jedem Verlag anmelden muss, sei es bei Mobile-Apps, die Nachrichten haben, sei es auf Websites. Natürlich wäre es schön, wenn man hier irgendwie eine Möglichkeit hat, wo man sich einmal anmeldet und man hat die Möglichkeit, individuell, egal wo man ist, gerade da für Content zu bezahlen. Der Punkt ist natürlich auf der anderen Seite auch, wir haben diese Sachen, zumindest bei Android, bei iOS, gibt es ja die Möglichkeit, über den iTunes Store, über den Play Store zu bezahlen. Punkt, den mir ein Verlagsmitarbeiter letzt bei Mobile vor kürzlich erst mitgeteilt hat, war, das Problem ist, dass die Verlage dann keine Bindung mehr zu den Nutzern haben. Die wissen nicht mehr, wenn sie nicht die Leute sich bei den Verlagen anmelden, für wen machen wir das eigentlich, wer nutzt eigentlich unsere Geschichte. Sie sehen einfach nur, sie laden es runter. Sie sehen, irgendjemand liest das, aber sie wissen nicht, wer. Sie haben diesen Bezug zum Nutzer, haben sie nicht mehr. Also auch das ist ein Riesenpunkt. Wie kann man das trotzdem sicherstellen? Wie kann man trotzdem die Verbindung zwischen denen, die Inhalte, sei es in der PR, sei es im Journalismus, wie kann man die herstellen, dass man weiß, dass man die Verknüpfung hat? Also das sind zwei Fragen für mich. Ich habe keine Idee dafür, aber im Moment. Aber das ist zumindest was, wo ich sage, da denke ich drüber nach, das ist ein Punkt, wo wir aktiv noch ein Konzept entwickeln müssen. Und da muss man natürlich einerseits evaluieren, was passiert mit den Sachen, die gerade laufen. Und andererseits muss man sich überlegen, wo kann man vielleicht ein Modell finden, das ähnlich funktioniert. Also ich habe mir zum Beispiel gestern bei diesen, ich sage es mal salopp, wie ziehen die Game-Hersteller den Leuten das Geld aus der Tasche, überlegt hinterher, ist das was, was man irgendwie auf die Medienbranche im Journalismus zum Beispiel übertragen könnte? Es ist schwierig, weil hier viele Emotionen im Spiel sind und natürlich bei Nachrichten, harten Nachrichten, Politik oder sowas, wird das eher nicht funktionieren, es sei denn, es wird gerade über den Weltuntergang berichtet oder irgendwas, was die unmittelbar betrifft. Aber natürlich, man muss sich das angucken. Ähnlich ist es mit Amazon ein Klick und man hat bezahlt, wenn man sich mal angemeldet hat. Auch das ist eine Idee, wo man gucken muss, was passiert denn da jetzt in der Washington Post? Findet Jeff Bezos, macht ihr da das Experiment und setzt es um, dass die Leute das probieren können? Und da muss man sich natürlich auch wieder gucken, wenn man von den USA ein Modell überträgt, wie kann das überhaupt hier in Deutschland funktionieren? Weil wir haben eine andere Medienlandschaft, die Verlage, sie sind zwar irgendwie verbunden, aber wenn es ums Geld geht, sind sie doch wieder gegeneinander. Ist ja natürlich, ist ja klar, sind einzelne Unternehmen, die auf dem Markt bestehen wollen. Aber vielleicht muss man irgendwie neu denken, neue Gemeinschaft bilden, um da wirklich langfristig bestehen zu können. Also soweit jetzt mal meine Gedanken. Ich weiß nicht. Also wenn wir jetzt einfach mal in die Praxis gehen, was es schon gibt, teilweise auch im etwas osteuropäischen Raum, ist Piano Media beispielsweise relativ erfolgreich. Das ist eben genau das. Wir haben hier einen Zusammenschluss von mehreren Verlagen oder Zeitungsgruppen, die ihre Inhalte anbieten für sozusagen eine Kulturflatrate, nenne ich es einfach mal. Ich bezahle den Geld und kann dann die Inhalte aus dieser Gruppe abrufen.
Erfolgszahlen kenne ich davon leider auch nicht. Das ist ganz schwierig. Ich denke aber schon, dass das einfach vom persönlichen Gefühl aus eine Zukunft sein könnte. Wenn wir beispielsweise im Musikmarkt mal noch ein Stück weitergehen, was beispielsweise jetzt diese Streaming-Dienste geleistet haben über Spotify oder Empire oder wie sie jetzt alle heißen, die jetzt gerade aufkommen. Ich bin jemand zum Beispiel, ich habe super viel Musik gesammelt. Ich habe da Alben gekauft und auch Platten und was weiß ich. Ich habe eine große Musiksammlung zu Hause. Ich habe dann angefangen, okay, Spotify, probierst du es mal aus. Ich habe seit einem Jahr Spotify, ich gucke meine MP3s nicht mehr an. Also es ist einfach der Fall, ich bezahle 9 € im Monat und kriege alles, was ich will und noch viel mehr. Ja, ein neues Album draußen, ja, habe ich schon gehört, danke, weiß ich Bescheid. Also ich glaube, da liegt schon durchaus die Zukunft und auch ein Trend, dass ich mit einem kleinen Betrag, der für mich noch irgendwo verschmerzbar ist, sehr großen Gegenwert bekomme. Und dann, denke ich, kann man das auch leisten. Allerdings ist auf der anderen Seite natürlich, da hängt noch eine andere Frage mit dran. Nämlich, wir sind ja im Journalismus jetzt nicht im Unterhaltungsbereich. Und wenn wir jetzt gerade darauf beispielsweise abzielen, so in die Richtung Informationsgesellschaft, Wert von Information, welchen Wert messen wir dem Wissen an sich bei? Und davon ausgehen, dass wir eigentlich eine Grundversorgung brauchen mit Informationen, dann müssen wir uns natürlich auch fragen, wie wollen wir so eine Grundversorgung sicherstellen? Und müssen wir das bezahlbar machen? Müssen wir das kostenlos machen? Also ich denke, da sind auch noch teilweise menschliche Fragen mit angeknüpft, die man nicht aus rein wirtschaftlicher Sicht beantworten sollte. Das ist jetzt meine Meinung. Das werden Verleger vielleicht anders sehen. Gut, aber Spotify, glaube ich, verdient aber noch kein Geld, oder? Ich glaube, die haben mehr Miese gemacht als Plus. Wenn wir es mal so sehen, die haben mehr Miese gemacht, aber beispielsweise Amazon nimmt auch das ganze Geld, was sie verdienen, und investiert es gleich wieder. Also es ist, ich weiß nicht, ob es ein System ist, was jetzt gekommen ist, um zu bleiben. Das kann ich nicht beurteilen. Und ich denke aber, dass es auf jeden Fall eine Möglichkeit ist. Das hängt natürlich dann auch nochmal was anderes dran, ob die Leute, die hinten dran stehen, die ja dann eigentlich ihre Inhalte da zur Verwertung freigeben, ob die mit meinen 9 € im Monat, ob die da überhaupt was von haben. Schwierig. Ist ja bei der GEMA genau das. Ja, genau. Das ist dasselbe Problem, wie wenn wir jetzt von der GEMA reden. Es gab ja, du hast ja aus Osteuropa das Beispiel angesprochen, es gab ja mal den Gedanken bei, ich glaube es war Krone und Ja, mit Pubbles, so einen Kiosk aufzumachen, wo man sich einmal anmeldet und dann quasi digital möglichst verlagsübergreifend an die Inhalte kommen sollte. Es hat nicht funktioniert, der Dienst ist inzwischen meines Wissens sogar eingestellt worden. Ja, auch da ist natürlich wieder so eine regionale Hürde irgendwie da. Vielleicht jammern auch die Verlage noch auf einem zu hohen Niveau, dass sie solche Überlegungen bisher nicht angehen. Auf der anderen Seite hat man Springer zum Beispiel oder auch andere Medienhäuser, die den Journalismus inzwischen gar nicht mehr wirklich über den Journalismus finanzieren, sondern sie sichern sich eigentlich ihren Gewinn über andere Dienste im Web, die irgendwie Serviceportale sind, Katzenfutter verkaufen oder ähnliche Dinge. Man muss sich natürlich überlegen, inwiefern hat das wieder Einfluss auf die Unabhängigkeit des Journalismus, inwiefern ergeben sich da Möglichkeiten, Werbung zu machen, andere Ideen zu stellen. Eine große Frage in der Finanzierung des Journalismus ist natürlich dann auch die Frage von einerseits stiftungsfinanziertem Journalismus und andererseits eben sowas wie einer Kulturflatrate. Also derzeit wird jeder von uns zahlt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich will jetzt nicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen. Ich halte ihn zwar für notwendig, aber man muss sich natürlich überlegen, ob so ein Modell nicht für Informationen, Journalismus langfristig Sinn macht. Also dass man es quer subventioniert, weil es ein elementares Ding für unsere Demokratie ist. Die Überlegung ist natürlich, wie man das macht. Aber es ist natürlich ein Gedanke, den man sich auch eine Frage, die man sich da auch stellen muss. Jetzt sind wir tatsächlich auch in der Zeit. Also vielen Dank fürs Durchhalten, für die Fragen und für die Beteiligung. Danke.